Shivasana, die Stellung des Shiva, auch die glücksverheißende Stellung genannt. Garota beschreibt die Stellung, die in einigen der traditionellen Hatha-Yoga-Texte vorkommen, wie folgt. Gib die Fußgelenke übereinander, insbesondere gib das rechte Fußgelenk über das linke und setze die Fersen so, dass sie unter den Anus kommen. Dann gib die Knie etwas auseinander und gib die Hände auf die Knie. Schaue dann zum Punkt zwischen den Augenbrauen und bleibe ruhig, beständig und gerade.